Nach 2 Wochen ist die Saar wieder da. So, da ist die Saar aus Dessau wieder und ihr seht hier im Hintergrund läuft was Schönes. Das ist der Umzug zum Leopoldfest vom Sonntag. Das ist schon wieder verstrichen. Das Kirschfest ist verstrichen. Meine Operation ist verstrichen. Ist alles so ein bisschen schon wieder weg. Warme Tage sind verstrichen. Unwetter ist vorbeigezogen. Ja. Und die Saar hat es aus ihrem Loch geschafft, wieder aufzustehen. Und für euch ein neues Video, ein neues Unterwegs in Dessau Leopoldfest zu machen. Ja, also ich war beim Umzug, habe nachher auch noch ein schönes Video vom Feuerwerk für euch. Und was ist bei mir so passiert, weil ich immer von Operationen rede, meine Weisheitszähnchen sind raus und vorne an dem Zahn wurde auch ein bisschen rumgedoktert. Und da konnte ich nicht, keine Videos machen, konnte ich nicht drehen und alles. Und deswegen habe ich es gelassen, habe mich auskuriert und jetzt bin ich wieder da und werde weiterhin neue Videos machen. Mein Plan war ja eigentlich was komplett anderes zu machen, aber das Leopoldfest kam irgendwie total dazwischen. Ich habe es noch nie erlebt und dachte, naja, okay, dann machst du es mal. Einfach so. Und wenn es auch nur der Umzug und das Feuerwerk ist. Aber das Feuerwerk fand ich auch mal sehr interessant. Und das Leopoldfest an sich auch, weil ich es ja noch nicht kenne. Ne? Aber es ist cool. Also fürs nächste Jahr habe ich schon mal so, da habe ich Kirschfest. Und das nächste Wochenende darauf Leopoldfest. Also das merke ich mir schon mal vor. Ja, gut. Und ich will jetzt auch nicht weiter Regen, 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 Regen. Für alle, die es nämlich, für alle, die es, für die es zu heiß war am Sonntag, die können sich jetzt ganz in Ruhe den Umzug angucken. Da wünsche ich euch viel Spaß dabei.
Applaus von meinem Kopfhörer. Jesu grüßen die 100.000 hier an der Strecke und bedanken sich für deine Dreifachkraft bei Jesu. Bei Jesu. Bei Hallo, hallo, ich grüße euch. Mensch, ich hätte ja nicht gedacht, ich überkenne hier das auch. Jawohl, das ist ein Applaus wert für die ganz komische Band aus Dessau, Russland. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ich habe es extra für euch gedreht und habe sogar einen Hitzeschlag in Kauf genommen dafür. So, jetzt könnt ihr euch dann den Rest, also das ist so ungefähr die letzten paar Sekunden vom Feuerwerk, also das Finale vom Feuerwerk angucken, was ich dann auch noch gedreht habe. Und dann war es das auch schon wieder von mir.
vom Unterwegs in Dessau. Scheiße. Jetzt weiß ich die eigene Zahl nicht. Ich glaube, es ist die 12. So, es ist nämlich richtig peinlich, dass ich das nicht weiß. Das ist meine Lieblingszahl, die Nummer 13 ist. Unterwegs in Dessau 13. Schöne Recherche vom eigenen Video. Ist das nicht toll? Naja. So, guckt euch jetzt das Feuerwerk an. Ich sage Tschüssi. Und bis zum nächsten Mal bei der Saar und dann unterwegs in der Saar 14. Tschüssi!